So, hallo. Ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem allerersten so kleinen Produkttest. Ich habe von der Firma Osprey zwei Produkte zugeschickt bekommen. Das ist einmal der Rolling Transporter 40 mit 40 Litern und einmal der Transporter Carry-On 44 Liter. Ich habe mich auf der Webseite in dieses Rot verliebt, deswegen habe ich es auch so mal bestellt. Ich finde das echt klasse. Ich habe jetzt seit circa einem Jahr nach einer Alternative zu meinem Backpack gesucht. Ich habe nämlich einmal ein Jahr lang mit einem 35 Liter Backpack um die Welt gemacht und einmal mit einem 55 Liter Backpack nach Ostafrika. Dabei hatte ich immer ein Daypack, so ich denke mir 18 bis 20 Liter dabei, wo Laptop und Technik drin war. Und ich muss sagen, meine Technik ist ein bisschen angestiegen. Von Fotoausrüstung, ja, was man so mitnimmt, ist ein bisschen mehr geworden. Und ich habe halt mir gedacht, ich müsste halt mal irgendwie vielleicht was anders machen. Denn den Backpack braucht man nicht unbedingt immer. Die meiste Zeit ist ein Gehweg da. Und wenn nicht, ist eine Wiese oder irgendwie sowas da. Also zum Wandern direkt benutze ich nicht. Dafür könnte ich dann den nehmen, aber das sehen wir gleich. Ich wollte euch mal in ganz kurzer Kürze vorstellen, um was es hier eigentlich geht. Die Produkte, die ich mir ausgesucht habe, die mir dann Osprey zur Verfügung gestellt hat. Dann fangen wir einfach mal ganz kurz an hier mit dem Rolling Transporter 40. Der hat hier oben eine kleine Tasche, da kann man nicht viel reinlegen, außer irgendwelche Sachen wie eine Flasche oder sowas oder das Flugticket, was man schnell oder wo man schnell hinkommen muss. Das Schöne an der Sache, deswegen fand ich den so cool, hier zack, zack. Ich kann den aufmachen, kann den hinter mir herziehen. Und das Coole ist, wenn ich jetzt in der Stadt loslaufe und fahre zum Flughafen, fahre ich mit der Bahn hin und der ist voll geladen. Hier sieht man, ich kann jetzt so drüber schmeißen und kann dann damit beides fahren, habe das Eingriff, schwitze mir nicht den Rücken voll. Das war so eine Sache, gerade so für Asien habe ich mir gedacht, das wäre eigentlich so ganz cool. Aber kommen wir nochmal hier zurück. Also hier gibt es noch so ein Visitenkartenfach. Da habe ich mal mein Badge reingemacht, wo die Internetseite draufsteht, damit man nicht auch, wenn er verloren geht. Ja, hat schöne Rollen. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Ich habe hier so zwei Clips. Damit kann ich nochmal oben die Beladung zumachen. Ich finde das sowieso immer cool, wenn man von oben beladen kann. Auch so bei Backpacks so die Sache. Hier ist jetzt gar nicht mehr so unbedingt viel drin. Das ist eine Tasche. Ich kann meine Technik reinmachen und gut beladen, ich komme gut dran, fällt wahrscheinlich nicht viel rum. Hier oben in dieser Dingstasche kann ich noch mal irgendwelche Kleinigkeiten, was weiß ich, Chips oder also Fotoschips reinmachen. Und ja, mehr hat er eigentlich nicht, aber mehr braucht er auch nicht. Und als Minimalist finde ich den super. Er hat so 2 Kilo Gewicht, oder beides hat EU-Größe fürs Handgepäck. Das heißt, ich kann, egal für welchen Trip, wenn ich mal mit einem weggehe, kann immer mit als Handgepäck nehmen. Fand ich nämlich ganz wichtig. Und ja, das war auch so eine Voraussetzung, was ich gesucht habe. Hier dieser Transporter Carry-On 44. 44 steht für 44 Liter. Den kann ich auch als Tasche, also Umhängetasche benutzen. Mache ich das hier so dran, zack, zack. Ich benutze das eher weniger, deswegen habe ich es mal abgemacht. Ja. Und hier ist nochmal ganz einfach, das ist praktisch wie so ein kleiner Koffer, kann man aufmachen, hat 2 Fächer mit Reißverschlüssen, kann hier so Hemden, T-Shirts, kann die nochmal fixieren, dass sie nicht hin und her fliegen, habe hier nochmal so 2 kleine, oder eine pro 2 kleine Taschen, kann hier was reinmachen und kann hier auch nochmal Handtuch, was weiß ich, was reinmachen. Das werden wir gleich mal sehen, wie das aussieht, wenn ich es belade und wie es aussieht. Ja, dann mache ich das hier dann mal zu wieder. Zack. Aber am meisten Zeit hier das zu machen. So. Ich habe hier vorne noch so ein kleines Organizer Pack. Und dann kann ich Stifte reinmachen und habe nochmal so 2 kleine Taschen mit einem Keyholder. Kann man auch noch irgendwelche Sachen reinlegen. Mal schauen, ob ich das benutze oder eher, dass es von hinten mit Tasche voll ist. Dann gibt es nochmal hier oben halt so ein Fach, habe ich glaube ich vorhin schon mal gezeigt, mit den Schuhen oder mit irgendwelchen anderen Sachen, die man reinlegen kann. Ja. Und im Großen und Ganzen war es das halt schon. Das Gute an ihm hier ist, ich kann ihn auch als Rucksack benutzen. Hol das hier raus und mach das hier dran. Ne? Zack. Und zack.
Und das ist das Schöne, was ich nämlich wollte. Das heißt, ich habe die Hände frei, ich kann mit dem irgendwo rumlaufen, ziehe mir hinterher, wenn es mal sein muss, kann ich ihn hochheben und habe den hier dann auf dem Rücken. Und ja, im Lauf rum. Maybe 8, 9, 10 Kilo wird er auch nicht haben. Und dann laufe ich rum. Der hat ein Eigengewicht von so ungefähr 1,5 Kilo. Ist auch nicht gerade sehr viel. Und ja, beides ist sehr robustes Material. Ich bin gespannt, wie es ist. Und wir sehen gleich mal, wie ich den berate und wie das dann aussieht, wenn sie mal richtig voll sind. Ich hoffe, das hat euch erstmal einen kurzen Einblick gegeben. Und gleich werden wir schlauer sein, wenn sie voll beladen sind. So, das ist jetzt hier der Transporter Carry-On 44 und das Einzige, was ich schon mal reingelegt habe, ja, ganz Corona-konform, meine Schutzmasken zum Austauschen, so dass ich immer frische dabei habe, kann ich austauschen, da kann man die hier auch schön reintun und dann fange ich einfach mal an und ich habe hier auch schon mal ein bisschen vorgepackt und zwar, dass das jetzt ein bisschen schneller geht, weil sonst würdet ihr ja verrückt werden, wenn das so lange dauert. Ich nehme mit eine große Jacke. Ist relativ groß, sage ich mal, normal würde ich die gar nicht mitnehmen, aber wir haben September, Mitte, Ende September, das heißt, es wird schon ein bisschen kühler werden. So, mein Kulturbeutel, den packe ich mal auch ein. Dann habe ich so einen faltbaren Rucksack, so den kann man ganz klein machen, so für Tagestouren, wenn ich wandern gehe, da kann man die Flasche Wasser reinmachen oder halt auch mal ein Objektiv noch mit reinlegen, was man halt alles so braucht. Dann kommen meine Flipflops, ganz wichtig für die Dusche. Wenn es Gemeinschaftsduschen gibt, geht man nicht barfuß rein, habe ich meine Flipflops mit. Die packe ich da rein. Dann Duschgel, immer nochmal schön in den Zipper eingepackt, dass nichts auslaufen kann und keine Sauerei gibt. Meine Wanderhose, kann man hier so reinpacken noch. Und jetzt kommt hier, zehnmal Unterwäsche für 10 Tage komplett. Ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich mich sogar verzählt und es sind sogar nur 9, die ich insgesamt brauche. Muss ich noch mal schauen, dann würde ich vielleicht sogar eins raustun. Gut, ja, dann haben wir schon die Seite fertig, wie ihr seht, wenn man so vorpackt. Ich packe auch immer meine Unterwäsche und meine T-Shirts und Polo-Shirts immer in diese Jütebeutel ein, denn die Jütebeutel haben nämlich einen Vorteil. Sie trocknen. Das heißt, wenn irgendwas feucht ist, weil da kommt dann auch die Schmutzwäsche rein und ich habe alles so schön ordentlich drin, hat sich auf meiner Weltreise einfach bewährt. Also einfach einen Jütebeutel kaufen an der Kasse und da kann man auch super gut organisieren. Ich zeige euch mal ein bisschen zu. Das ist die erste Seite schon fertig gepackt. So, die zweite Seite, ich mache hier das Netz wieder auf. Da kommen meine 10 T-Shirts und Poloshirts rein. Das Schöne ist, man kann die ja hier so schön reinlegen. Dann kommt hier noch, ich fahre gucken, so, habe immer einen Schlafanzug mit, so für die Nacht zum Wechsel, weil manchmal ist es kalt. Es wird ja auch schon, auf der Hütte könnte es mal ein bisschen kälter werden. Mal schauen, wie das ist. Packe ich so rein, oder eher gesagt hier rein. So, passt sehr gut. Dann habe ich eine Hose, zum, falls man schwimmen gehe oder so, weiß man nicht, nehme ich noch mit. Ganz wichtig, ein Handtuch, das ist nämlich im Hostel nie dabei. Und zack, auch noch rein. Da ist das hier schon fast fertig. Achso, und noch für Schmutzwäsche habe ich nochmal einen Jütebeutel mehr. Und da ist es eigentlich schon fertig. Und da ich jetzt hier ja noch so viel Platz habe, tue ich noch meine Reiseapotheke rein. Da ist alles Mögliche drin, Verbände und so, falls mal irgendwas passiert. Und ich denke immer einfach, so, ich habe hier noch ein paar Taschentücher, komm noch rein, mach ihn zu. Und wie ihr seht, hier ist sogar noch Platz drin. Also ich könnte noch nachlegen. Aber wie gesagt, so doll ist es gar nicht, wie es ist. Jetzt ist so, ich habe ja hier noch, zack, hier habe ich noch mein Lehzeug. Kann ich nochmal mitnehmen, falls was passiert. Ich habe ja hier den Reißverschluss, hier kann ich den Laptop reinstecken. Ja? Allerdings mache ich das nicht, weil wenn ich ihn am Rücken trage, dann könnte ich vielleicht das Display biegen. Da ja hier alles ganz weich ist, kann dem Laptop hier nichts passieren und er kommt einfach hier rein und dann kommt noch
war's. Ja, dann mache ich den zu. Zack. Fertig ist das Gerät. Und jetzt seht ihr den mal voll überpackt. Oder ja, ganz voll ist es ja nicht. Hier vorne habe ich gar nicht viel drin. Ein Pulli reingesteckt und das war's, weil irgendwie, ich weiß nicht, brauchst du jetzt im Moment noch nicht. Aber doch, hier kann ich mein Programm und alles, was ich mir über die Städte ausgeguckt habe, schon mit reinlegen. Alles ist gut aufgehoben. Dafür kann man es gebrauchen. Gut, das wäre jetzt der erste von den zwei. Ich habe es auch mal abgehoben, also vorher, wo ich mal probiert habe. Es sind so 17 Kilo mit Laptop. Vielleicht sind es auch 17,5. Mit den ganzen Transporter 40 und dem Transporter Carry-On 44. Ja, und jetzt kommt der hier. Der ist leer, wie ihr seht. Und hier habe ich noch so meine Technik. Das ist Klopapier. Habe ich auch immer mal mit. Man weiß ja nie, was passiert. Jetzt habe ich hier erstmal mein Stativ. Das kommt nach unten rein. Dann tue ich hier immer alles so schön in Tupperwaren rein. Einfach so meine Technik so ein bisschen. Ich organisiere das immer in so Boxen. Hat sich super ja, rentiert bis jetzt, weil ich muss sagen, es funktioniert alles. Hier auch noch mal ein bisschen Technik. Sie sind wasserdicht, es kann, fällt nicht so raus und ist eigentlich ganz praktisch. Hier habe ich noch die GoPro. Hier habe ich noch so einen wasserdichten Sack. Den wollte ich mal mitnehmen für den Tagesrucksack, also diesen Faltrucksack, falls es regnet oder so. Da kann man mal die Kamera reintun und die ist ein bisschen gesichert. Ja, was habe ich noch? Ich habe hier drei Objektive. Eins ist an der Kamera dran. Ich nehme die Kameratasche auch noch so ein bisschen als Schutz mit. Vielleicht brauche ich sie auch mal. Und ja, wie ihr seht, zack, stelle mir die einfach hier oben rein. Jetzt habe ich hier immer noch super viel Platz. Ich gebe das mal so hoch. Also hier kann man auch noch ausfüllen. Durch das Klopapier noch rein. So, und dann habe ich jetzt noch hier meine Kamera. Die kann ich jetzt sogar hier so reinstellen. Da kann ich sogar immer prima dran, wenn ich noch was brauche. Ja. Oder ich lege sie einfach so hin. Geht auch. Ja, es ist immer noch super viel Platz drin. Hier unten. Also, er ist nicht voll, finde ich eigentlich auch ganz gut so, weil er muss nicht voll werden. Ne? Und ja, mein Vlies habe ich in der Regel an, aber es könnte ja jetzt mal sein, es soll ja noch mal warm werden. Dann tue ich das einfach auch mit rein noch. Also wenn man unterwegs ist, ich starte früh morgens, dann werde ich es auf alle Fälle anziehen. Aber im Laufe des Tages kann es ja warm werden. Zack, dann lege ich es gerade ein bisschen zusammen. Kommt es noch mit rein? Ja, eigentlich groß genug, der Rucksack. So, ich hätte noch meine Sonnenbrille. Und dann noch mit rein, darf ich nicht vergessen. Ich mache das Ganze zu. Dass es nicht aufgeht. Ja, da ist meine Technik drin. Ne? Also, zack. Wunderbar. Wenn ich Müll, achso, das ist noch so meine Trinkdose für Kaffee to go oder so, ganz umweltfreundlich, kann ich das dann mir einmal geben lassen. Es bleibt warm, heiß und kalt. Offen. Kann ich noch hier oben reinlegen. Zack, auch noch drin. Und wenn ich möchte, kann ich das Ganze jetzt dann noch hier verschließen. Wo ist es? Sieht man jetzt hier gar nicht, ist man schlecht dran, kommt man schlecht dran. Aber ich wollte es ja gerade mal zeigen. Also wenn ich auf Flugreise gehe, würde ich das auf alle Fälle machen, dass man hier halt einfach mal so einen Schluss dran macht. Zack, zack. Das ist dran. Geht natürlich auch ein bisschen kleiner, vielleicht kaufe ich ein bisschen kleineres noch. Und hier ist es genauso. Hier kommt man nur schöner dran an das Ganze. Und ja, und das ist es schon. Also, wie ihr seht, kann man richtig viel Zeug so reinmachen. Das Gute ist daran, ich kann das ja jetzt hier einmal hier auf, also wenn ich Treppen laufe, würde ich es immer schön auf den Rücken nehmen, dass man das mal so sieht. Ist auch voll bequem, weil es wird wahrscheinlich schwitzig, wenn man lange trägt.
Aber so ist es bequem, weil die Wäsche hinten dran ist, schön weich. Der Laptop ist in der Mitte gut gesichert. Und da er ja hier dieses super Ding hat, also so zum Bus und Bahn einschalten, würde ich immer, jetzt muss ich natürlich hochmachen. So. Ja. Und da kann ich mit rumfahren. Das sind jetzt beide. Einmal der Osprey Transporter 40 und der Carry-On 44 als Rucksack mit möglich. Und ich finde, für die 17, sag ich mal 18 Kilo, die jetzt drin ist, ist natürlich auch super viel Technik dabei, ist es gar nicht mal schlecht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gespannt, wie es sich schlägt, auch jetzt in den nächsten 10 Tagen. Und ich werde auf alle Fälle drüber schreiben. Ja, mal schauen, wie es ausschaut. Also, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, abonniert den Kanal. Kommen meistens immer nur so schicke Reisevideos und kleine Schnipsel oder sowas. Aber ja, zur Entspannung ganz schön. Also wie gesagt, bleibt gesund und mal gespannt, wie es sich schlägt. Meine zwei neuen Taschen. Also, bis dann. Macht's gut.